Ja, starten wollen wir aber mit der SPD. Die kommt nämlich derzeit einfach nicht zur Ruhe. Am Sonntag gab es das nächste politische Beben nach der Pleite bei der Europawahl. Andrea Nahles, ehemalige SPD-Chefin, hat sich zurückgezogen und ihre Ämter niedergelegt. Ja, sie will sich komplett aus der Politik zurückziehen und hinterlässt dabei eine derzeit ratlos wirkende Partei. Ob Nahles Rückzug der Anfang vom Ende ist oder der Neustart zur Gesundung der Partei, wir werfen einen Blick ins Innere der SPD. Der Rücktritt von Andrea Nahles schlug ein wie eine Bombe. Eigentlich sollten die SPD-Abgeordneten am heutigen Dienstag über den Fraktionsvorsitz entscheiden. Nahles kam ihnen zuvor, weil sie keine Rückendeckung als SPD-Chefin mehr spürte. Die SPD, eine der beiden großen Volksparteien, befindet sich im freien Fall. Bei der Europawahl kamen die Sozialdemokraten in Duisburg gerade mal noch auf 24,5%. Obwohl die SPD in Duisburg stärkste Kraft ist, eine herbe Wahlklatsche. Schon einen Tag nach der Europawahl sind die Probleme der SPD für die Bürger klar. Die SPD hat einfach keine eigenen Positionen. Man weiß gar nicht, warum man die Partei wählen sollte. Und von sozial ist ja nicht mehr viel die Rede. Wir haben die jungen Leute nicht erreicht. Die haben alle die Grünen gewählt. Die SPD sind die Vertreter von den alten Arbeitern, die Gewerkschaftsmitglieder und so. Die gibt es halt nicht mehr in dem Umfang, glaube ich, wie früher. Die SPD auch mehr sich das Klima auf die Fahne schreiben, so wie andere Parteien, die Grünen zum Beispiel, das machen. Ja, genau. Klare Worte haben wir auch über die ehemalige SPD-Chefin bekommen. Die ganzen Politiker aus der SPD, das sind alles für mich keine Persönlichkeiten, die gut was vertreten können. Und ja, wie gesagt, die Nahles ist ein freches Weib. Wie die manchmal sich ausdrückt, das ist einer Politikerin nicht würdig, die in der Öffentlichkeit steht. In der Öffentlichkeit macht die SPD derzeit keine gute Figur. Kein Profil mehr und ständige Personaldebatten. Letztere ebben nach dem Austritt der Chefin jetzt erst recht nicht ab. Es sind die Unstimmigkeiten aus Berlin, unter denen auch die Duisburger Sozialdemokraten leiden, sagte uns Ralf Jäger im Interview. Ich glaube, es gibt zwei Gründe, warum die SPD so schlecht abgeschlossen hat. Das eine ist, das Bild, was wir in Berlin darstellen, das ist nicht gut. Personalpolitik rauf und runter, nicht in den Inhalten sich bewegend, keine klaren Botschaften. Das ist das eine. Es hat uns natürlich auch hier in Duisburg getroffen, gar keine Frage. Und zum anderen, zur Wahl gehört ja auch, dass nicht nur die SPD dramatisch verloren hat, sondern auch die CDU, beide großen Volksparteien. Und ich glaube, im Moment ist es so, dass die Menschen mehr schauen, wo werden meine Einzelinteressen besser vertreten, bei welcher Partei. Und das zulasten der Volksparteien, die das Ganze im Blick haben müssen, die jung und alt und reich und arm genauso gut in ihre Politik mit einbauen müssen. Und die leiden da gerade über diesen gesellschaftlichen Wandel. Dieser Wandel bedroht jetzt sogar die Bundesregierung. Doch wie geht es weiter? Mehrere politische Lager aus der Opposition fordern sogar Neuwahlen. Gerade für die SPD, in Zeiten von herben Wahlschlappen, wohl eher keine gute Option. Tja, wir haben es gehört, schwierige Zeiten bei der SPD. Ja, wie es weitergehen könnte und welche Probleme die SPD schleunigst in den Griff bekommen sollte, das hören wir heute aus dem Lager der Jusos, der Jungsozialisten. Heute bei mir zu Gast der Vorsitzende der Duisburger Jusos, Sebastian Ackermann. Sebastian, grüß dich, schön, dass du da bist. Hallo. Ja, die Jusos, ihr seid ja quasi die Zukunft der Sozialdemokratie hier in Deutschland. Wenn man jetzt auf die aktuelle Situation der SPD guckt, wie viel Spaß macht das noch, Vorsitzender der Jusos zu sein aktuell? Also zuerst würde ich einmal sagen, ich bin nicht mehr alleine Vorsitzender. Also wir haben seit letztem Jahr eine Doppelspitze, eine Quotierte. Also ich habe auch die Julie da an meiner Seite. Aber ja, Spaß macht es im Moment wirklich nicht. Also wir haben desaströs verloren und gerade wenn man sich den Bereich U30 anschaut, da wählen uns noch 7-8%. Das ist, also da müssen wir was tun. Das kann nicht so bleiben. Das ist ja ein Zustand, den die Jusos auch auf Bundesebene schon seit Bekanntwerden, dass es eine neue große Koalition geben soll, angeprangert haben. Jetzt ist dieser Zustand eben quasi eingetreten, dass die SPD immer weiter in den Umfragen gesunken ist. Also die Jusos so gewissermaßen im Ich-hab's-dir-doch-gesagt-Modus, wenn man so will. Jetzt ist die SPD-Chefin zurückgetreten. Andrea Nahles hat ihre politischen Ämter niedergelegt. Ist das der richtige Schritt zur Gesundung? Ich weiß nicht.
Ja, wir haben gerade in dem Beitrag gesehen, dass das natürlich ihre Beliebtheit mäßig war. Also vielleicht war es in der Hinsicht ein richtiger Schritt. Allerdings, wie das Ganze passiert ist, das war unter aller Sau. Also vor der Wahl irgendwie lancieren, man möchte sie ablösen. Da merkt man, dass Berlin ein Haifischbecken ist und das ist eine Partei, die von Solidarität lebt, nicht würdig. Ja. Du hast es gerade auch angesprochen, Berlin. Wir haben eben kurz einen Ausschnitt von unserem Interview mit Ralf Jäger, dem Duisburger SPD-Chef, gesehen. Der hat eine ähnliche Kerbe geschlagen. Das heißt, die Strahlkraft der vielen Fehlentscheidungen, die vielleicht getroffen wurden, die hat auch hier nach Duisburg gestrahlt. Ist das also etwas, was du auch so unterstreichen würdest, dass die Duisburger SPD auch unter Berlin leidet? Jein. Also ich finde es zu einfach, wenn man jetzt alles auf Berlin schiebt. Wir müssen auch vor unserer eigenen Haustür kehren und da ist auch einiges im Argen, selbst in der SPD Duisburg. Und also wo ich definitiv den Fokus drauf lege, ist, wir müssen an die Generation unter 30 ran. Und das kann ich aber auch nicht mit alten Köpfen machen. Du sagst es, also hier in Duisburg muss man halt auch ran, vor der eigenen Haustür kehren. Junge Leute ansprechen, hört man da ein bisschen durch. Was macht die SPD Duisburg da gerade falsch? Ich denke, das drängendste Thema ist Umwelt und Digitales. Das haben wir verpasst, das haben wir verpennt. Was natürlich auch ist, wofür die SPD halt auch irgendwie nicht steht, ist Transparenz. Also wir müssen Vertrauen zurückgewinnen und das schaffen wir nur durch Türen auf. Und solange es immer noch Hinterzimmerpolitik gibt, gerade in der Ratspolitik, bestes Beispiel waren die 1 Million, die mal eben für den MSV locker gemacht worden sind, so gewinnt man kein Vertrauen. In welcher Rolle siehst du die Jusos da? Du hast eben gesagt, ihr seid jetzt in einer Doppelfunktion unterwegs. Also du hast es mir eben auch schon Backstage quasi erzählt, dass ihr jetzt immer mehr Wert darauf legt, in Abstimmungen zu gehen, alles transparent zu gestalten. Das Ganze passiert offenbar, hast du ja gerade gesagt, in der SPD Duisburg noch nicht ganz. Ganz konkret, was muss jetzt in der nächsten Zeit passieren, damit man von 24,5% doch wieder vielleicht auf die damaligen 40 kommt? Also ich finde, ein Instrument ist, das können wir vom Unterbezirk bis in die Bundespartei tragen, ist die Urwahl. Da sollten wir dringend drüber nachdenken, dass wenn wir die Parteivorsitzenden oder den Parteivorsitzenden wählen, dass wir da eine Urwahl machen. Und dasselbe Modell sollte man halt auch auf Stadtebene machen. Wir machen das schon seit 2 Jahren bei uns. Wir haben eine Mitgliederversammlung, da ist nicht irgendein Delegierter, sondern da wird die Juso-Spitze halt von jedem Mitglied gewählt. Und genau sowas sollte sich die Partei definitiv abschauen. Ja, wir gucken gleich noch so ein bisschen in die Zukunft, was jetzt eventuell auf SPD-Bundesebene alles passieren könnte. Vielleicht kurz dazwischen geschoben, eine Personalie, die Gemüter ja auch etwas spaltet, die seit dem Bekanntwerden der neuen alten GroKo ja auch erhitzt, ist Kevin Kühnert, der Juso-Bundesvorsitzende. Ist das eine Personalie, die man sich auch hier bei den Jusos Duisburg vielleicht vorstellen könnte als neue SPD-Spitze in naher Zukunft? Ja, definitiv. Also das wäre ein sehr schönes Zeichen der Erneuerung, wobei ich das Wort, das ist mittlerweile schon echt abgegriffen, aber das wäre mal ein neues, junges Gesicht, was auch für eine kontroverse Debatte steht. Kann nach hinten losgehen, kann aber auch erfolgreich werden, aber ja, Versuch macht klug. Ja, so ein bisschen ist die Zeit ja für Experimente auch gekommen bei der SPD wahrscheinlich, oder? Sollte, also spätestens jetzt. Jetzt hat er ja natürlich auch ein bisschen polarisiert, letztens mit seinen Thesen über den Sozialismus, wo er natürlich auch ein bisschen, wo das Ganze ein bisschen aus dem Kontext gerissen wurde. In manchen Interviews muss man dazu auch sagen, gibt es trotzdem die Befürchtung, dass ja die alteingesessene Basis dann vielleicht doch auch noch flöten geht bei der SPD, wenn Kevin Kühnert jetzt übernimmt? Also ich denke, es wird natürlich einige vergraulen, aber jeder, der das Grundsatzprogramm der SPD kennt, nicht nur der Jusos, sondern der SPD, der weiß, dass wir das da drin stehen haben, und jeder, der mal in die Partei eingetreten ist, der sollte sich dazu bekannt haben. Also es ist nichts Neues, und diejenigen, die dann gehen, die sind dann vielleicht auch nicht in der Partei richtig aufgehoben. Sebastian, dann lass uns noch kurz darüber sprechen, wie es aus deiner Sicht jetzt weitergehen sollte. Es ist jetzt für Dezember ein Parteitag geplant der SPD. Stimmen wurden jetzt auch laut, diesen eventuell schon in den Herbst vorzuziehen. Das wird auch in Betracht gezogen. Eine ganz andere Möglichkeit, die hatten wir in dem Beitrag eben auch schon kurz angesprochen, sind Neuwahlen, die aus anderen oppositionellen politischen Lagern gefordert werden. Deine Meinung, wie soll es weitergehen?
Also ich bin ein großer Freund davon, dass wir diesen Parteitag vorziehen, und ich würde vielleicht auch sogar nach Berlin geben wollen, dass sich der gesamte Parteivorstand mal in Frage stellen sollte, inwiefern er zu einem Bild der Erneuerung passt. Sowas könnte man auf einem Parteitag gut wählen. Neuwahlen, den Ball würde ich der Union zuspielen. Also wenn die Union eine Minderheitsregierung machen möchte, dann soll sie es gerne tun, aber bitte uns, ohne uns. Lass uns ganz kurz vielleicht zum Schluss noch auf die SPD Duisburg gucken. Was würdest du jetzt ganz konkret, kurzfristig vielleicht für Maßnahmen vorschlagen, um das Barometer hier wieder ein bisschen in die Höhe zu treiben? Nächstes Jahr sind Kommunalwahlen, und jeder Mandatsträger, Mandatsträgerinnen, Funktionäre, Funktionärinnen, die sollten sich überlegen, ob sie noch zur Erneuerung passen, ob sie ein neues Bild abgeben. Und wir Jusos stehen bereit, wir möchten ein neues Bild abgeben. Das sollten sich also einige überlegen, ob sie das können. Direkte Worte, Sebastian. Ich danke dir vielmals für deine Einschätzung heute. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank.